Ja, eine Minute habe ich noch. Sind schon welche noch? Leute, herzlich willkommen wieder hier aus der Ulyakata Kampfsportakademie in Ingolstadt. Willkommen zum Live-Training Kids Kickboxen K1. Mein Name ist Vincent, ich bin hier der Kindertrainer für die das erste Mal dabei sind. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Wir bauen auf dem auf, was wir letzte Woche gemacht haben, wie versprochen. Wir machen eine kleine Kombi. Bevor wir natürlich mit dem Training starten, ihr braucht ungefähr 2 Quadratmeter Platz, Kinderzimmer, Wohnzimmer, egal wo ihr seid. Macht die Kombis oder die Techniken in eurer Geschwindigkeit, nicht in meiner Geschwindigkeit. Wichtig ist mir, dass ihr die Techniken sauber ausführt. Okay? Auch wäre mir wichtig, wenn ihr nach dem Video irgendwie mir auf Facebook schreibt oder wo auch immer, dass ich einfach ein bisschen Feedback habe, wie es euch getaugt hat oder hier auf YouTube unter das Video einfach euer Feedback reinschreiben oder was ihr auch gerne machen würdet. Ich habe mir wieder was überlegt. Wie gesagt, wir bauen auf dem auf, was wir am Dienstag und auch letzte Woche gemacht haben. Training ist immer blockweise. Heute ist ungefähr das letzte Mal von dem Block. Schön Kombi, Technik, Boxen, Kicken. Genau. Und ich würde sagen, wir starten einfach wie immer mit dem Aufwärmen. Ich habe hier wieder meinen schlauen Zettel mit dem, was wir jetzt die letzten 2 Wochen gemacht haben. Und wir fangen an, indem wir uns einfach eine Minute lang bewegen. Und einfach ganz easy hüpfen, einfach die Arme baumeln lassen, locker springen, nicht zu hoch springen, ganz easy einfach bewegen. Arme ein bisschen ausschütteln. Genau, einfach easy. Wichtig ist mir auch, bleibt auf jeden Fall zu Hause. Umso schneller können wir uns hier wieder treffen. Schaut euch die Videos im Internet an. Ihr dürft ja alleine rausgehen. Haltet Abstand zu den Leuten. Macht eure Übungen alleine. Schaut euch die Videos nochmal an. Geht raus auf den Sportplatz. Haltet Abstand und macht einfach für euch dieses Training auch mal wieder nach. Lernen durch Wiederholen. Genau. Und wir springen ganz easy. Und Zeit. Sehr schön. Top. Gut, wir fangen an mit Mittelkicks, 30 Stück. Wir fangen mit links an. Der rechte Fuß ist hinten, der linke Fuß ist vorne. Die Deckung bleibt oben. Der rechte Fuß springt und der linke geht nach oben. Versucht, ihn ein bisschen einzudrehen. Der Standfuß dreht nach außen. Ja, wir fangen mit links an. Ich zähle. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Sehr schön. Klassiker, das gleiche mit dem rechten Fuß und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nicht zu hoch kicken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Sehr schön. Noch nicht zu hoch kicken. Wir sind noch nicht richtig aufgewärmt, sind eben gerade erst dabei. So, nächste Übung. Knie
Einfach das Knie nach vorne, der rechte Fuß springt, das linke Knie geht einfach nach vorne raus. Bitte nicht seitlich, sondern einfach nach vorne. Wenn es geht, schon ein bisschen die Hüfte nach vorne drücken. Deckung bleibt oben, einfach mir mal nachmachen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Sehr schön. Rechts the same, dasselbe. Schön die Hüfte ein bisschen reindrücken schon, wir brauchen die heute. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Sehr schön, Leute. So, wir kombinieren das Ganze. Mittelkick, absetzen, Knie. Okay? 30 Stück, eine Wiederholung. Also beides zählt als eine Wiederholung. Ich zähle. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und die letzten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr schön. Der rechte Fuß dürfte ein bisschen brennen jetzt. Deswegen nehmen wir jetzt den rechten und springen auf den linken. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. Sehr schön. Klasse, Leute. Ausschütteln. Jawohl. Ihr merkt, es ist warm draußen in eurer Wohnung oder in eurem Haus. Jetzt auch schon ein bisschen wärmer. Ich fange auch schon ein bisschen an zu spitzen. Sehr schön. Und ausschütteln. Jawohl. Jetzt neutraler Stand. Heißt, der linke Fuß und der rechte Fuß, die stehen eigentlich nebeneinander. Schulterbreit. Eure Schulterbreite nicht zu breit, sondern neutraler Stand. Deckung ist oben. Frontkicks. Ich zähle. Frontkicks heißt, noch nicht zu hoch, aber ihr müsst euch vorstellen, euer Gegner, der ist genauso groß wie ihr. Und wir möchten in den Bauch treten. Der Bauch ist hier. Nicht hier, nicht hier unten. Also nicht so faul sein, sondern versuchen, in eurer Körperhöhe euch vorzustellen, der Gegner, der gegenüber von mir steht, dem möchte ich jetzt in den Bauch treten. Neutraler Stand, Deckung hoch. Erst das Knie hochziehen und dann den Fuß raus. Absetzen. Selbe mit rechts. Absetzen. Mit links. Absetzen. Mit rechts. Absetzen. Mit links. Absetzen. Ich zähle. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 und 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und die letzten 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl, sehr schön. Und ausschütteln. Top. Gut. Wir schütteln aus. Ja. Gut. Was haben wir letzte Woche gemacht und auch letzten Dienstag? Also jetzt von vorgestern. Vorgestern haben wir eine schöne Kombi gemacht. Letzte Woche auch. So, wir kombinieren jetzt letzte Woche und diese Woche. Und wir fangen einfach an. Wir stehen in unserer Boxstellung. Linker Fuß vorne bei mir, ich bin Rechtshänder, rechter Fuß hinten. Deckung hoch ans Gesicht, der rechte Fuß hinter dem linken Fuß. Wir gehen einen Schritt nach vorne und wieder zurück. Der rechte Fuß bei den Rechtshändern ist der rechte Fuß hinten, bei den Linkshändern ist der linke Fuß hinten. Okay? So, Deckung hoch, schulterbreit, der vordere Fuß zeigt bitte auf ungefähr 12 Uhr. Also einfach straight nach vorne, gerade nach vorne. Und wir gehen einfach 30 Mal, ich zähle, nach vorne ohne Schlagen und zurück. Okay? Vor und zurück. Und zurück. Genau? Okay? Rechts darf nicht den linken Fuß überholen. Okay? Bei den Linkshändern natürlich nicht der linke Fuß, den rechten Fuß. Wenn ich mit dem linken Fuß 5 cm vorgehe, muss ich mit dem rechten Fuß 5 cm nachziehen. Und ich zähle. Und 1. Deckung bleibt oben. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. Jawohl. Und ausschütteln. Sehr gut. Wir wiederholen die Kombi von letzter Woche. Wir gehen rein mit demselben Schritt. Führhand, Schlaghand. Mein rechter Fuß überholt nicht meinen linken Fuß. Der rechte Faust, die Schlaghand, bei mir die Schlaghand, trifft, wenn der rechte Fuß am Boden ist. Ihr müsst euch vorstellen, hier ist ein Lichtschalter. Den drücken wir und oben beim Gegner geht das Licht aus. Und ich möchte aus der Gefahrensituation wieder rausgehen, also schlage ich mit rechts, links. Selbe Prinzip, rechts geht zuerst, rechts trifft, wenn der Fuß am Boden ist. Okay? 30 Mal. Einfache Kombi, links, rechts, rechts, links. Okay? Sehr gut. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir treffen mit der kompletten Faust. Die dreht komplett raus, Schulter deckt mein Kinn und ich drehe wieder so zurück. Und die 10. Und 1. 2. 3.
Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und die zehn. Sehr schön, Leute. Super. Jetzt die Kombi vom Dienstag. Bisschen anders. Wir sind folgendermaßen reingegangen. Führhand, Schlaghand. Kopfhaken. Wichtig. Ich drehe den Ellbogen raus. Den Unterarm schiebe ich nach vorne. Das ist wichtig. Meine Schulter deckt mein Kinn. Der vordere Fuß, in meinem Fall der linke, dreht nach innen. Die Kraft kommt vom Boden und aus der Hüfte. Ich bin hier gedeckt. Ihr müsst euch vorstellen, euer Gegner steht vor euch. Wenn ihr nur so schlagt, trefft ihr mit dem Ellbogen. Das ist eine andere Sportart. Das ist Muay Thai. Wir wollen mit der Faust treffen. Ihr könnt den Kopfhaken entweder so machen oder so machen. Okay? So. Nach dem Kopfhaken ist mein Gewicht auf dem rechten Fuß. Das bedeutet, ich drücke mich jetzt nach oben mit dem Aufwärtshaken. Kopf rüber vom Gegner, Kopf nach oben. Okay? Gut. Wir gehen rein. Führhand, Schlaghand, Kopfhaken, Aufwärtshaken und Führhand, Schlaghand, Führhand rausgehen. Kombiniert die Kombi von gerade eben mit der Kombi von Dienstag. Okay? Nochmal langsam. Links, rechts, Kopfhaken, Aufwärtshaken, kurze Pause. Der Gegner schaut wieder, was wir machen, will uns angreifen, also kontern. Ich gehe aus der Gefahrensituation wieder raus. Schlaghand, Führhand. Und ich stehe wieder hier. Okay? Sehr gut. Langsam. Ich zähle. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und nochmal zehn. Bisschen schneller. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und die zehn. Sehr schön. Und auslockern. So. Neue Kombi. Davor machen wir aber Trinkpause. Ganz kurz, 30 Sekunden, danach treffen wir uns wieder hier. Bis gleich. So, freut mich, dass ihr wieder da seid. Trinkpause ist vorbei. Für alle, die jetzt erst einschalten. Heute machen wir das, was wir letzte Woche gemacht haben und das, was wir am Dienstag gemacht haben, in einer Kombi. Macht die Kombi in eurer Geschwindigkeit. Hauptsache ist, die Schritte stimmen. Boxen, Grundlagen, Kickboxen, K1, Muay Thai, Grundlage, die Schritte müssen stimmen. Okay? Füße müssen, wenn ich treffe, am Boden sein. Okay? Mit der Faust. Wir machen folgende Kombi. Kombiniert. Wir gehen rein. Führhand. Schlaghand. Kopfhaken. Aufwärtshaken.
Linker Mittelkick absetzen. Rausgehen, so wie wir es gerade gemacht haben. Rechts, links, Mittelkick. Absichern. Der Gegner will mich angreifen. Ich habe meine Kombi geschlagen. Der Gegner will kontern. Ich gehe aus der Gefahrensituation raus. Fange ihn ab mit der Schlaghand. Führhand hinterher und sichern nochmal mit dem Frontkick ab. Mit dem rechten. Okay? Nochmal für euch zum Mitschreiben. Also, wir gehen rein. Das, was wir gerade eben gemacht haben. Führhand. Schlaghand. Kopfhand. Meine Schulter deckt mein Kinn. Auf. Wieder da. Gut. Wir machen es langsam. Noch einmal. Führhand. Schlaghand. Kopfhaken. Ein bisschen weiter weg vom Kopf, nicht zu nah, das wäre eine andere Sportart. Mein Gewicht ist auf dem rechten Fuß, ich schlage den Aufwärtshaken. Linken Mittelkick vorne absetzen, das ist ganz wichtig. Da, wo er herkommt, setze ich ihn wieder ab und ich gehe wieder raus. Rechts, der Gegner kontert. Links, Frontkick. Okay? Macht es langsam, schaut, dass wenn ihr trefft, die Füße am Boden sind. Euer Tempo. Und wir gehen rein. Und eins. Und die zwei. Und die drei. Und die vier. Und die fünf. So, jetzt dürfte die Kombi drin sein. Wir schalten Gang nach oben. Okay? Bisschen schneller werden. Schauen, dass trotzdem richtig ausgeführt ist. Vor allem der Mittelkick mit links. Wichtig, der Standfuß. In meinem Fall der rechte. Dreht sich nach außen. Okay? Gut. Und sechs. Sieben. Acht. Neun. Und die zehn. Und nochmal. Eins. Und die zwei. Und die drei. Und die vier. Und die fünf. Und die sechs. Und die sieben. Und die acht. Und die neun. Und die zehn. Und noch einmal. Letzten zehn. Und eins. Wir werden noch ein bisschen schneller. Zwei. Und die drei. Und die vier. Und die fünf. Und die sechs. Und die sieben. Und die acht. Und die neun. Und die zehn. Sehr schön, Leute. Top. Ausschütteln kurz.
Und locker bewegen, einfach ganz easy, Füße ausschütteln, Arme ausschütteln, verschnaufen. Ihr merkt, es ist eine sehr, sehr lange Kombi, die haben wir uns aber erarbeitet. Letzte Woche und am Dienstag, jetzt schmeißen wir die ganzen Puzzleteile einfach zusammen. Okay? So, wir machen die Kombi nochmal, 10-mal, langsam und spüren wirklich, wo geht die Kraft vom Boden und den Beinen hin. Wie bewegen sich die Beine? Wie bewegen sich die Arme? Okay? Spürt den Boden bei euch daheim. Wohnzimmerboden, Küchenboden, wo auch immer ihr gerade seid. Okay, wir fangen langsam an. Und links, Bodenkontakt. Rechts. Vorderer Fuß tritt ein. Mein Gewicht ist auf dem rechten Fuß. Ich gehe nach oben. Bam. Mittelkick. Zurück. Rechts trifft, wenn der rechte Fuß am Boden ist. Links zieht nach, absichern mit Frontkick. Okay? Und eins. Und die zwei. Und die drei. Und die vier. Und die fünf. Und die sechs. Die sieben. Und die acht. Die neun. Und ein letztes Mal. Merkt die Bewegung aus dem Boden. Und zehn. Jawohl, sehr schön. Super, Leute. So, war ziemlich anstrengend. Ab jetzt, kurz, 30 Sekunden Trinkpause und dann treffen wir uns wieder hier. Bis gleich. Sehr schön, Leute. So, wir haben jetzt unsere Kombi, die wir uns letzte Woche erarbeitet haben, Dienstag gearbeitet haben, zusammengeschmissen. Okay? Ich hoffe, ihr habt gemerkt, wie die Kraft aus dem Boden kommt. Wie bewege ich mich von der einen Seite auf die andere? Die Kraft aus dem Oberschenkel, aus dem Boden drücke ich mich nach oben. Physik. Okay? So, Leute. Jetzt, wir bewegen uns ganz easy mit der Deckung in unserer Boxstellung. Nicht zu viel springen. Wir gehen ganz normal. Wir bewegen uns nach vorne, nach hinten. Zur Seite, nach rechts. Ein, zwei Schritte. Wieder nach vorne. Ihr bewegt euch einfach, wie ihr zu Hause Platz habt. Nach links, nach hinten. Wichtig. Ihr bleibt in eurer Boxstellung. Okay? Heißt, wenn ich nach links gehe, also ich als Linksausleger, mit dem linken Fuß vorne und dem rechten Fuß hinten, muss mit dem linken Fuß, wenn ich nach links gehe, zuerst gehen. Okay, das ist ja logisch, weil sonst muss ich über Kreuz gehen, das ist Schwachsinn. Wenn ich nach rechts gehe, muss ich mit dem rechten Fuß zuerst gehen. Wenn ich nach vorne gehe, das hatten wir jetzt schon die ganze Zeit, mit dem linken Fuß zuerst, nach hinten mit dem rechten Fuß zuerst. Aus jeder Lage oder aus jeder Bewegung muss ich in der Lage sein, zu schlagen. So, wir bewegen uns. Nicht zu viel springen, sondern wir gehen einfach mal zwei Schritte nach vorne,
zwei nach links, zwei nach rechts, zwei nach hinten. Ihr müsst es nicht so machen wie ich. Hauptsache ist, ihr bewegt euch nach vorne und zur Seite. Wir gehen. Und wenn ich anfange zu zählen wie 1, dann machen wir die Kombi, die wir gerade hatten. Heißt, wenn ich sage 1, links, rechts, Kopfhaken, Aufwärtshaken, Mittelkick und zurückgehen, Schlaghand, Führhand, absichern mit dem rechten Frontkick. Okay? Macht es langsam. Geht nicht um Schnelligkeit. Wichtig ist, dass ihr es richtig macht. Und wir bewegen uns. Stellt euch vor, ihr habt den Gegner vor euch und ihr verfolgt ihn. Bam. Er greift euch an. Und 1. Und wieder bewegen. Gegner bleibt auch nicht einfach stehen. Schön die Schritte machen, innen sauber in der Boxstellung, sich bewegen. Nicht zu viel springen. Und 2. Und weiter bewegen. Und die 3. Und die 4. Und die 5. Und die 6. Und weiter bewegen. Der Gegner bewegt sich auch. Stellt ihn euch vor, wie er sich bei euch im Wohnzimmer bewegt. Acht. Neun. Und die 10. Weiter bewegen, auch wenn wir fertig sind. Wir haben die Kombi 10 mal gemacht. Der Gong ist noch nicht vorbei. Ab jetzt. Nicht mehr die Kombi schlagen, sondern nur noch Vierhand, Schlaghand, Mitschritt. Und 1. Nur nach vorne, nicht nach hinten, nur nach vorne. 2. Sauber nach Hause boxen, wir haben die Runden schon gewonnen. Nichts mehr anbrennen lassen. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Und 10. Jawohl, und ausschütteln. Sehr schön. So, Punktrichter haben gerade gesagt, es gibt eine Entscheidungsrunde, unentschieden bis jetzt. Heißt, wir müssen noch mal eine kämpfen. Okay, jetzt, der Gegner ist platt. Wir haben unsere Kombi schön, wir sind eigentlich vorne, sauber nach Hause boxen, nichts mehr anbrennen lassen. Jetzt, aufwendig, wir bewegen uns wieder nach vorne, zurück, nach links, nach rechts. Wenn ich anfange zu zählen, 1, 2, rechts, links, wieder zurück. Die Kombi vom Dienstag von letzter Woche. Okay? Also, wir gehen rein mit unseren Schritten. Links, rechts und wieder raus. Rechts, links. Treffen, wenn der rechte Fuß am Boden ist. Ihr habt den Lichtschalter hier, drückt ihn. Das ist das Wichtigste. Die Kraft kommt vom Boden. Es bringt nichts, wenn wir solche Oberarme haben und ich habe nicht die saubere Technik. Bam, bam.
bam, bam, aus der Gefahrensituation wieder rausgehen. Ich greife an mit Führhand, Schlaghand, der Gegner kontert, ich will raus aus der Gefahrensituation, er kommt auf mich zu, ich halte ihn auf mit der Schlaghand, Führhand absichern. Okay? Wir bewegen uns. Eins. Jawohl. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Jawohl. Halbe Minute noch in der Runde, Leute. Komm, beißen. Gegner kann nicht mehr. Wir sind vorne. Sauber nach Hause boxen. Sieben. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Neun. Pa, pa. Zehn. Pa, 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 pa. Jawohl. Und jetzt nur noch auf Hep die Schlaghand raus. Nur noch die Schlaghand. Beziehungsweise, wenn ich sage, eins, Schlaghand. Bam. Zwei, Schlaghand. Nur noch rechts. Boom. Bei den Linkshändern natürlich links. Und. Eins. Pa. Zwei. Pa. Drei. Pa. Vier. Pa. Gegner kommt, will angreifen, wir stoppen ihn sofort mit der Schlaghand. Nichts mehr anbrennen lassen. Fünf, pa, sechs, pa, sieben, pa, acht, pa, neun, pa, und die zehn, pa. Jawohl. Und der Gong kommt. Sehr schön, Leute. Top. So, kurz ausschütteln. Wir haben es heute geschafft. Machen jetzt noch ganz kleine Gymnastikrunde. Liegestütze, Sit-Ups und eine Minute Plank. Hä? So, damit ihr heute gut schlafen könnt. Wir gehen runter, fangen mit den Liegestützen an. Ich zähle. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und die zehn. Jawohl. Wir setzen uns auf den Po. Füße, Fersen bitte am Boden und Hände an die Schläfen oder an die Brust, bitte nicht hinten an den Kopf, weil dann machen die meisten werden dann faul und machen nur noch so. Wir ziehen unsere Nasenspitze hoch zu euch ans Kinderzimmer, an die Kinderzimmerdecke. Einfach nur nach oben ziehen. Ich zähle. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und die letzten zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr schön. Jawohl. Ihr merkt auch bei mir, der Puls ist noch ein bisschen weit oben. Ich schwitze auch schon. So, jetzt. Das, was wir am Dienstag auch gemacht haben. Wir stehen, Augen sind zu. Ich zähle. Wir schlagen Führhand, Schlaghand mit Schritt nach vorne, wieder raus aus der Gefahrensituation. Aber mit Augen zu. Konzentriert euch auf die Schläge. Langsam ausführen. So langsam wie ihr könnt. Ganz easy. Einmal kurz herschauen. Machen die Augen zu. Wenn ich sage eins.
Kurz Augen aufmachen, Kontrolle, meine Füße stehen wieder da, wo ich angefangen habe. Hä? Besonders die Schlaghand spüren. Spüren. Hä? Ich hoffe, ihr wart jetzt inzwischen schon soweit und habt euch die Markierungen im Kinderzimmer mit Klebeband gemacht. Start- und Endposition. Und wir starten. Eins. Kontrolle. Passt. Zwei. Langsamer. Jetzt war ich auch zu schnell. Drei. Vier. Deckung steht. Fünf. Atmen. Konzentriert euch aufs Atmen, auf den Boden. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und die zehn. Öffnen langsam wieder die Augen, schütteln aus. Also mein Puls ist wieder unten. Ich gehe davon aus, dass eurer auch wieder unten ist. Nächste Woche, letzte Woche, diese Woche Kombis. Saubere Kombis, Grundlage Boxen. Reingehen, rausgehen, wann schlage ich, wann treffe ich. Okay? Kraft kommt vom Boden, aus der Hüfte. Probiert es, schaut euch die Videos von letzter und dieser Woche nochmal an. Nächste Woche, anderer Themenblock. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. In dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende schon mal. Bleibt bitte daheim und wenn ihr rausgeht, geht bitte alleine raus. Geht auf den Sportplatz, haltet Abstand zu den Mitmenschen. Manche sind wirklich sehr gefährdet. Macht die Übungen nach, konzentriert euch, wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns nächste Woche Dienstag. Bis dann, Leute.